Hallo zusammen und willkommen zum dritten Teil unserer Serie von der Skizze bis zum fertigen Rendering. Und das ist, wie gesagt, der Kölner Imbiss, der jetzt gerade neu gestaltet wird. Und das ist das im Groben das Ergebnis, also mit der wunderbaren Holzleisten an der Decke mit dem indirekten Licht und vielen, vielen, vielen anderen Kleinigkeiten noch, die da gemacht werden. Ihr habt es vielleicht vom ersten Teil auch gesehen, wie man so etwas aufskizziert, locker angeht, von der Zeichnung überlegt, welche Ergebnisse am Ende entstehen könnten, und daraus wird das Ganze dann als Rendering aufgebaut. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Die einfachste ist, die wir euch gezeigt haben, Raumkonzept, 3D-Aufbau und das Weißmodell, was wir jetzt machen, und als nächstes dann den 3D-Aufbau. Das Weißmodell ist das, was wir jetzt heute machen. Das gibt schon mal so den groben Überblick über das Design, die Idee, und ohne es zu rendern. Und hier noch einmal der Grundriss, wie wir uns das aufbauen, mit der kleinen Ecke und dem Küchenbereich. Und dann gebe ich einfach an meinen Kollegen Alex, der euch durch das Video führt. Und wir hören uns gleich noch zum Schluss. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu dem dritten Teil von der Skizze bis zum Rendering. Im heutigen Teil geht es um die Texturen und wie man diese einsetzt, damit es auch wirklich nach Fotorealismus aussieht. Ich werde anhand eines Beispiels auch mal genauer darstellen, wie man bestimmte Reflexionen so hinkriegt, dass es wirklich nach einer realistischen Fläche aussieht und nicht nach einer homogenen und einer sehr glatten Fläche, die extrem clean das Ganze auch reflektiert. Ich werde in diesem Teil auch ein bisschen mit dem Licht arbeiten, damit man auch überhaupt diese Reflexionen, diese Spiegelungen von der Textur auch wirklich erkennen kann. Ansonsten wirkt das dennoch sehr flach, wenn man keine Umgebungsbeleuchtung oder eine allgemeine Beleuchtung in dem Sinne ein Lichtpunkt oder eine Lichtfläche hat. Und wenn man das Ganze nicht mit im Bild hat, dann wirkt das wirklich einfach nur sehr flach. In diesem Teil zeige ich die sogenannten Nodes und was man damit alles erreichen kann. Die Nodes sind eigentlich Eigenschaften bzw. Faktoren, die man einzeln nochmal anpassen kann und daraus halt wirklich auch interessante Texturen aufbauen kann. Man kann jeden Aspekt von der Textur nochmal komplett für sich selbst ansteuern, ein bisschen anpassen, damit ein bisschen rumspielen, um auch zu sehen, wie die Textur sich auch in echt verhält. In diesem Beispiel zeige ich, wie man nur mit einigen Reglern schon eine interessante Textur, quasi eine Gebrauchsspur der Textur, nochmal darstellen kann. Je nachdem, ob die Farbe eher schwarz oder weiß ist, kann man an den Kacheln auch genau erkennen, wie die Spiegelungstextur sich auch wirklich anpasst und verändert. Die Kacheln an sich habe ich für den Anfang nur in schwarz lackiert, damit ich auch wirklich sehen kann, wie die Struktur der Reflexion überhaupt ausschaut. Wenn ich mit der Textur der Kacheln zufrieden bin, mit der Spiegelungstextur in diesem Fall, dann kann ich die Farbe wieder in beliebige Farbe wechseln, sei es jetzt weiß, wie in diesem Beispiel erstmal, vielleicht im finalen Rendering wird das dann doch eher grünlich-blau oder welche Farbe auch immer.
Auch da würde ich euch empfehlen, mal öfter zwischen den verschiedenen Renderansichten nochmal zu wechseln, da man nie weiß, ob man vielleicht doch noch beim Aufbau vielleicht noch ein paar Elemente übersprungen hat oder ob die jetzt vielleicht nicht ganz an den Kanten angrenzen. An eurer Stelle würde ich einfach nur mal immer wieder zwischen verschiedenen, zwischen verschiedenen Renderansichten nochmal wechseln. In der finalen Renderansicht sehe ich aber, dass es doch noch etwas zu dunkel ist. Auch wenn das Bild sehr dynamisch wirkt, nur mit einem Lichtpunkt und für manch ein Projekt vielleicht auch ziemlich cool. Nichtsdestotrotz sehr empfehlenswert, immer eine allgemeine Lichtquelle zu haben. Also verschiebe ich jetzt hier vielleicht noch an ein paar Lichteffekten, ein paar Lichtreglern und füge halt eben neue Lichtpunkte hinzu. Auch da habt ihr die volle Freiheit, die Lichter so anzupassen, wie es euch am besten gefällt. In meinem Fall befindet sich die Kamera quasi auch am Eingang von diesem Laden, deswegen gebe ich diesem Lichtpunkt, was am nächsten zu der Kamera ist, eher einen bläulichen Touch, weil wenn das Licht von außen kommt, wirkt das eher blau und das Licht, was in den Raum drin ist, ist eher gelblich. So erzeuge ich im Allgemeinen einfach nur eine natürlichere Dynamik, eine natürliche Lichtdynamik. Für ein weißes Rendering bekommen einige Objekte noch ein paar leichtere Texturen, also quasi, dass die nur eine ganz, ganz, ganz leichte Spiegelung haben oder vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, was für eine Textur das ist. Standardtexturen haben von vornherein einen bestimmten Spiegelungsfaktor und diesen kann man je nach Belieben halt auch wirklich bei den Standardeinstellungen von der Textur selbst auch nochmal anpassen und sagen, dass es halt eben wirklich eher Hochglanz oder halt eine ganz, ganz, ganz matte und raue Oberfläche ist. Wenn ihr mit eurer Beleuchtung und mit euren Texturen soweit zufrieden seid, dann könnt ihr das Bild jetzt auch als Weißrendering rausrendern. Bei dem Weißrendering könnt ihr natürlich selbst entscheiden, ob das am Ende eher mit dem Eevee-Renderer oder mit dem Cycles-Renderer rausgegeben wird. Das ist jetzt aber nur blenderspezifisch angedacht. Alle 3D-Programme haben wirklich sehr unterschiedliche Rendermöglichkeiten. Nichtsdestotrotz, bei dem Weißrendering bleibt eigentlich immer alles weiß, vielleicht nur mit ein paar kleineren Fokustexturen bzw. Fokusreflexionen, wie zum Beispiel in unserem Fall jetzt die Kachelwand. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, und hier noch einmal das fertige Ergebnis. So sieht es dann aus als Weißmodell. Und ihr könnt euch schon auf den vierten Teil freuen. Da geht es um das Rendering an sich mit Texturen und allem drum und dran. Und alles Gute. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und falls ihr an unseren Kursen interessiert seid, sowas auch zu lernen, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Schaut euch auf unserer Seite um, akademiehohe.de. Bis dann, tschüss.